gibt schon Momente, wo ich dann wirklich alles hinschmeiße in Berlin und einfach sage, du, ich fahre jetzt einfach ein paar Tage nach Hause, weil ich brauche das jetzt gerade. Auch wenn jetzt meine Wahlheimat natürlich Berlin ist, bleibt das halt immer mein Geburtsort. Und für mich ist das halt überhaupt keine Frage, mich jetzt entweder für Berlin oder den Odenwald entscheiden zu müssen. Die ganze Atmosphäre einfach, das geht durch und durch. Und das kannst du halt niemandem erklären, der das nicht wirklich erlebt. Und gerade wenn wir hier sind und ich meine Kinder mit dabei habe, meine Familie mit dabei habe, dann versuchen wir auch viel wandern zu gehen, damit die Kinder einfach diese Bindung auch zur Natur nicht verlieren. Und als Erwachsener ist das mit eines der Dinge, die mir am meisten in Berlin fehlen. Mein wunderschöner Odenwald.